Heute kein Hut, ich bin doch ein klein bisschen krank. Wir spielen Hand. Hallo zusammen, mein Name ist Fitz Fuchs und Jurega gibt's wieder einen Showdown. Hallo, schön, dass du mitmachst. Guten Tag. Ja, kurz zur Erklärung, auch für die Aufnahme, eigentlich wären heute Sonntagspiraten dran, aber wir sind nur zu zweit. Und dann machen wir doch ein bisschen lieber Hand-Showdown, macht ja wieder Spaß, das Spiel. So, wir sind, glaube ich, schon ausgerüstet beide, ne? Ja. Na gut, dann mache ich mal die Stream-Sniping an und dann suchen wir gleich ein Game. Ich schon durch mit dem Event, Jurega auf dem besten Wege. Aktuell läuft ja noch, wie heißt denn das hier? Nochmal Event. Tide of Corruption. Bald haben sie alle Buzzwords mal in Events drin gehabt. Wobei, wie hießen die alle? Devil's Moon, Traitor's Moon. Like Moon. Genau, Moon Moon. Also irgendwann was hat sich mal ausgemoont hier. Aber ja. Wir haben übrigens beide 3 Sterne, habe ich gesehen. Ja. Das ist gut. Weil ich würde uns vom Skill, also dich noch höher, dich würde ich auf 5 Sterne einsetzen. Ich wechsle ständig zwischen 3 und 5 Sterne. Ich würde mich selbst so zwischen 3 und 5, ja so 4 würde ich mich einordnen. Und wenn wir jetzt Gegner auf Level 3 haben, dann sind wir ja theoretisch gesehen besser und können hier mal so ein bisschen rasieren. Ja, also Sea of Thieves ist ja wirklich ein Sandbox-Service-Game. Das rennt nicht weg. Ja, das haben wir noch oft genug spielen und. Und ich sag mal, wenn man so ein paar Teams ausgelöscht hat auf dem Server und geht dann noch mit Bounty von der Map, das ist schon ein sehr schönes Gefühl, muss ich schon sagen. Ja. Ja, okay. Ohne Bullet Grabber nachladen war dumm. Egal. Mach ich auch immer. Ach, das ist doch Windy Run da links, ne? Ja. Und genau hier kann ein Spawn sein. Ich habe seit dem ganzen Event noch keinen einzigen Doppelspawn gehabt, fällt mir gerade auf. Ich schon. Aber auch nur einmal, glaube ich. Ist das besser geworden? Ja, ist es. Ist es wirklich. Trotz der Solos, die teilweise bis zu 3, 4, 5 Leute im Match sind, ist es wirklich besser geworden. Die Hive steht schon auf dem Dach. Könnte sein, dass hier schon jemand die getriggert hat. Also. Hat spawnen lassen. Naja, hier ist direkt der Punkt wäre rot gewesen. Jetzt ist er schon genommen. Das würde mich sehr wundern. 100, auch 4 Stück. Egal wie oder mit Gift? Ja, mit Gift. Okay. Hebt dir dein Gift trotzdem auf, du musst jetzt nicht alle abknallen mit Gift. Oder hast du 4 Hunde schon? Ah, ich hab nicht voll. Ja, dann spar das lieber. Ja, hab's schon. Ich hab hier noch einen Centennial Gift. Da war grad eine Achtung. Klang so, okay, wir. Wenn das noch ein Eventpunkt. Gehen wir zum Prison. Ja. Wir haben, glaube ich, 4 Eventpunkte, das waren alle. Ach, scheiße. Ich hätte noch Feuermuni reinmachen sollen in die Silencer.
gesamte Tasche. Und wir wieder Feuermunition. Ich habe letztes Mal einen Brand gesteckt mit der Silencer. Mit der weil sie so schnell schießt, weißt du? Bluten tut man mit Blutenmunition noch ab dem ersten Schuss, ne? Ja. Da siehst du, dann ist nur Feuer interessant. Sind Leute. War da ein Punkt, der rot wurde? Ja. Und ich habe einen, glaube ich, einen Billy getötet hat. Das Problem ist, den Zaun, den wir hier haben, der ist. Wurdest du beschossen? Nee, ich habe die einfach hinter mir weggemacht. Holzzaun, das bietet so gut wie keine Deckung. Innen drin hat jemand Feuer geschmissen. Der Boss ist hier. Jetzt in dem Gebäude. Die machen ihn noch schon. Hast du was für einen Nahkampf? Nicht wirklich. Der Hint ist rot. Der Punkt ist hier und der macht Lärm. Ihr rennt was bei mir? Außerhalb. Ja, ich sehe, da. Er hat vorbeigeschossen. Schießt du auf ihn? Ja. Hast du ihn getroffen? Ja, das ist auch sein Kollege an der Mauer. Der hat getroffen. Also der Kollege hat doch, den er nicht getroffen hat. Aber das ist ein anderer, oder? Oh, ja. Scheiße. Wo sind sie? Mich wurde geschossen, ich glaube, sie sind außerhalb. Ja. Da waren wir gerade. Hat einen Hit. Und du da hinten rum? Ja, ich bin über dir. Also links von dir. Da bin ich auch gerade auf Scherben gegangen. Du hast schon gebanished, ja. Na. Ah. Links von dem Haus, wo du saßt. Also von dem langen Haus auf der anderen Seite. Der Tenier Sniper. Die sollen dich in Vergessenheit geraten lassen. Da waren ja zwei, hast du gesagt, ne? Ja, ja.
Eine Frau und und der Mann. Ja, dann wird ja noch irgendjemand den Boss machen. Macht leider Lärm. Ist ein Loch im Zaun? Da rennen noch welche hin? Da? Ja, das ist ein anderer. Weiß? Dürfen da gerne jetzt Party machen. Ich versuche die zu erschießen, die sich erschossen haben. Ja, so ungefähr saß er halt da, wo du hinguckst. Na, aus der Tenure Sniper. Da rennt einer bei dir rum. Ja. Oben. Unten. Guck links. Den nicht gehabt hätte, hätte ich mich sehr geärgert. Ich habe schon geärgert, dass es nicht beim Nontap war. Sein Sniper-Kollege ist auf dem Dach, oder? Wahrscheinlich. Hab's auf jeden Fall richtig gemacht. Ich bin rotiert. Ja, das war der. Da oben war was? Ne, es war Schatten. Halt Traum. Ne, wir sind nur zu zweit, machen wir lieber Hand heute. Da an der Tür. Da links ist noch einer.
Das sind mehrere, die hier fighten. Gefahren. Er ist unten. Hab dich gehalten. Unter uns, oder bist du? Ah, du bist unten. Nein. Ich habe durch die Wand einen Headshot bekommen. Jetzt bin ich verwirrt. Ist da drin. Ohne. Ach, muss der dann nachladen müssen. Scheiße, Mann. Back to Main Menu. Wie viele waren es denn? Ich frage mich, wie viele Solos wieder. Ja. Ich glaube, ich hätte auch ein oder zwei Solos, tippe ich. Ich überlege, was hätte ich besser machen? Besser treffen? Hm. Ich habe gerade gesehen, ich habe durch die Steinwand einen Headshot bekommen. Die Steinwand? Ja. Das klingt ja nach Cheaten. Ja, das war alles. Doch, es war okay. Und sogar wenig. Ich habe einen Sohn, ich hatte recht. Ja, okay, einer ist relativ human. Dieser Event-Hunter, ja, den nehme ich jetzt auch, dann bin ich los. Den finde ich nämlich hässlich. Oder ist was, war das der Twitch-Hunter? Genau. Ach, ist egal. So, Moment. Ausrüsten schnell. Modify. Achso, genau. Erstmal Loadout. Tja. Viel Spaß bei der Serie, Traum. Vielleicht mache ich später noch ein bisschen Skylines. Wir haben übrigens einen gekillt. Ja. Okay. Ich brauche noch 96 Giftschaden und 2 Hunde. Das kriegen wir hin. Ich wollte gerade sagen, jetzt wollte ich gucken, wie viel ich brauche, um das Event voll zu haben, aber ich bin ja schon voll. Nee, stimmt nicht, bin ich nicht. Das komplette Event habe ich noch nicht. Stimmt. Stimmt.
Kennst du einen guten Android-Emulator für PC? Früher gab es BlueStacks, aber ich weiß nicht, wie es dazu kommt. Genau das. Ich hatte was Neues ausprobiert, das hieß LD irgendwas. Gibt ja jetzt so ein Handygame von Blizzard. Das wollte ich gerne streamen mal. Das ist ein reines Handygame. Und ich möchte halt nicht mein Handy abgreifen. Ja, weil erstens mal muss ich dann da Kabel anschließen und zweitens mal gucke ich dann immer runter im Stream. Das ist auch Kacke. Ja. Deswegen müsste ich, glaube ich, mich nochmal auseinandersetzen mit Android oder so, mit Android-Emulator. Ich habe was anderes ausprobiert, das wurde mir empfohlen als besserer Gaming-Emulator, aber da lief das Blizzard-Spiel nicht. Und dann habe ich es wieder deinstalliert, aber BlueStack ist so, kennt man halt von früher, ne? Ja, müsste ich nochmal Das ist der ausprobieren. einzige, den ich kenne. Heute Abend sehen wir keinen einzigen mehr. Gleich brauchst du ihn. Mit einer Laterne in der Hand. Ich brauche auch keinen mehr. Also, weil ich 2 Hunde und 36 Schaden gemacht habe, bin ich durch. Die Woche. So, wir sind noch drin. Yay. Ich wäre für Darwin Shipyard. Wieso Also, nicht? hier Ich sind, ich habe wollte einfach gerade sagen, nur. hier sind Hunde bei mir. Hast du alle? Ja. Hier will ich zur Not helfen, falls du blutest. Habe ich schon wieder Feuerschaden vergessen? Ah. Brauchen wir jetzt auch einfach Centennial, dann nicht durch mit dem Event für die Woche. Naja. Da habe ich auch gerade nicht gesehen gehabt. Da ist ein Kürbis. Hey. Hey. Sechs Kürbis. Punkt schon. Ja, da steht ein Mieter drauf. Zieh ich ihn weg. Nur so mal Kirche. Echt jetzt? Ja. Gehen wir dahin. Ich glaube, es hat die Kirche. Ich wurde beschossen. Da kommt irgendwas drauf. Wieder, aber ich sehe ihn nicht. Ja, da ist er gerade einen Hit. Ich sehe ihn nicht. Vorsicht. Kipp jetzt um.
In dem Haus. Ja, lass uns abhauen. Hier gibt's keinen Boss, hier gibt's keinen Nix. Ich habe keine Deckung. Ich sehe die nicht. Und war im Haus hier schon drin? Ja, ja, in dem Haus. Hab ich schon gesagt. Direkt aber vor uns. Die wollen uns rechts umrunden. Komm von da. Na toll, keine Deckung. Haben halt Lärm gemacht, das ist klar. Hier sind nicht mehr. Mal zur Abba rüber. Wir können hier den zweiten hinten mitnehmen. Nein, vergessen. Dieser hinten ist keine gute Idee. So, ist hier noch eine. Mal hinter dir. Ah, warum ist ja keine gute Idee? Weil du oben auf der Mauer bist. Spätestens jetzt ist ja keine gute Idee mehr. YOLO. Du hättest den Headshot verdient. Ja. Fishing. Irgendwo ein Boot? Ja, da oben gibt es einen Planwagen. Aber zu weit weg eigentlich. Rennen die anderen schon weg? Nee. Der hat keine Enten aufgescheucht. Nee. Das Pyjama Banani. Ach du Scheiße. Vorsicht, nicht rennen. Ja. Hier ist ein Kürbis. Meine Raben. Und lass uns trotzdem vom Rand kommen. Soll er über den Wagen gehen? Ja. Gute Idee. Ach, mein Timer. Der Wäsche kann trockener liegen bleiben. Ist mir Pumps jetzt.
Oh, tiefer, tiefer, tiefer. Das ist wie gesagt, seit dem Event habe ich irgendwie die Probleme, dass ich so kurze FPS-Einbrüche von so 4-5 habe. Echt? Also, ich habe ganz selten Screen Tearing. Es kommt vor, ja. Aber laut Anzeige habe ich zumindest immer 144. Laden wir erstmal alles gemütlich nach hier. Okay, das so oben ist Slack und ich könnte Slack nehmen, wenn ich noch Slack hätte. Ja, okay. Ich meine, wenn ich Slack reinmachen könnte, könnte ich Slack in die Waffe Ich. machen. So. Genau. Ich hab Hunter. Oh Gott. Ich hätte so eine echte Lösung noch. Ich warte nur auf einmal, ist der Typ vor mir. Warum heißt dich? Weil ich. Ach so, hätte ich gar nicht gebraucht, oder was? Nein. Was? War das gerade ein Kopfhörer, was du getroffen hast? Ich habe irgendeinen getroffen, aber frage mich nicht wen. Weil, wenn du meinen Killer getroffen hast, wäre der tot. Weil der war eigentlich vergiftet. Und hatte noch 80 Schaden im Tuss. Der hat eine Officer-Karabiner. Max, das piekst nämlich nur. Er ist ein kleines Stacheldraht gerannt. Ich glaube, der Stacheldraht hat auf mich draufgeworfen. Ja. Warum ist man so eine Pussy? Oder Weichei, sucht sich aus. Weil er weiß, dass er keine Chance hat. Ja, das kann gut sein. Sehen halt nicht. Ich rieche gerade seine Angst. Sehen leider nicht. Rumeiert. Kannst du mal gucken, wie es auf der Map aussieht? Es sind schon alle raus, ne? Ja, okay. Ja. Harald hat auf dich drauf geschossen. Aber Frage ist von wo? Er sitzt jetzt irgendwo und campt. Gerannt, weil Ich glaube nicht. ich glaube es auch nicht, aber ich habe halt Lärm gehört.
Erden und so entfernt. Sorry, aber was ist denn das für ein Weichei? Ja. Ein Solo. Das ist mir klar, dass der Solo ist. Wenn er einen Lucky Headshot macht, dann war es das, mir schon klar. Na toll, ich dachte, man kann Stacheldraht wegsprengen. Ja. Ich meine, Stacheldraht kann das. Stichy kann das nicht. Da ist noch einer! Dachte, es wäre ein Solo? Dachte ich auch. Muss ich jetzt die. Also war er. Komm, zeig ich nochmal. Ja, komm. Oh Gott. Messer ihn gleich. Ach, come on! Hab ich ihn auch erwischt? Ach, er lebt noch, ja. Komm, wie oft habe ich den getroffen? Das kann's ja nicht sein. Diese Solo-Penner. Er hat doch wieder nichts gemacht, außer da mit dem Würstchen auf dem Grill und im abgespannten Zelt gesessen, oder? Ich verstehe nicht, wie die Leute daran Spaß haben. Der denkt sich jetzt, er wäre der King von der Hill. Der Held vom Erdbeerfeld. Aber bist du eine doofe Gurke, wenn du so spielst. Natürlich war es ein Solo. Ah, ein Solo. Wenn du keine Freunde hast, dann spiel was anderes. Meine Fresse, ey. Das riecht mich auf. Hätte ich was mit Scope gehabt, da will ich eigentlich hin. Wir lassen uns von dieser einen Gurke jetzt nicht runtermachen, aber es ist halt einfach dumm. So, wo kommt denn der Marshall Brewer her? Was hat der denn? Sniper Scope Smith, Marksman Scope Smith. Bordermaster, ah komm, da kann ich den mal removen. Bordermaster hat nicht mein Spielstil. Sniper machen wir auch weg. Zack, habe ich das 6 Punkte. Nehmen wir Steady Aim. Das passiert mir jetzt nämlich nicht nochmal mit Steady Aim. So, zack. Und jetzt hole ich die, wie heißt sie? Ja, Hero packt auch die schweren Geschütze jetzt aus. Marksman. So, da haben wir doch hier. Was haben wir denn Schönes als Lebel Marksman? Ich mag die Zorngeist nicht. Nehme die Once Bitten. Bitten. Zack. Hier nehme ich jetzt die Bornheim. Aber Feuermoni. Na, wobei, wenn ich nachladen muss und ich verliere Kugeln, dann lieber nicht. Ach komm, egal.
So. Aber Bullet Grabber ist teuer, ne? Nein, nur noch 4. Ja, ich habe da nur noch 3. Ich kann ja Lebensbalken wegmachen, oder? Braucht doch keiner. Hm. Wie kann ich denn... Ah, da ist Respec. Also ich mach's natürlich nicht. Nimm nicht ein Kram hier mit. Ich hätte das respektiert. Was Emulators killen sich gerade. Ich bin ja durch mit dem Event. Ne, bin ich nicht, aber mit der Mission Legion, aber. Jetzt habe ich ein Scope. Jetzt wird auch getroffen. Weiß nicht, also auf die Entfernung, ich habe den mit der Libellia jetzt schon zweimal getroffen oder so. Das zoppt doch. Ja. Ja, aber sein Profil war auch voller Cheater-Kommentare. Ja gut, also das, wenn halt jemand Solo spielt, ist das nicht untypisch, weil da würde ich ihm jetzt erstmal nicht unbedingt zwingend Cheaten unterstellen, weil wenn ein Solo halt einfach nur... Es gibt auch Schadel so ein Cheat. Ach wirklich? Ja. Nehmen wir die Tag an sich, ich muss das Mikrofon dann noch ein bisschen nachjustieren. So. Ja, wie gesagt, also wenn halt einer Solo spielt und sich irgendwo einen abcampt und dann einfach nur aus dem Nix jemanden erschießt und sich dann ins Fäustchen lacht. Wie gesagt, wenn man campt und dann schon mal den ersten aus dem Spiel nimmt und vielleicht sogar zwei, dann bist du kein guter Spieler. Dann bist du einfach nur ein Nervsack für all die anderen. Das ist doch dumm. Aber da muss ich halt auch sagen, da ist Crytek auch mit in der Schuld, ne? Weil ich sage, patch die Solos raus. Die sollen ihr eigenes Bounty Hand kriegen und fertig. Oder von mir aus soll ich einen Haken setzen können, dass ich mit Solo spiele. Oder gar keine Solos. Ja, das ist halt ein Spiel, was, finde ich, keine Solos verdient hat. Ein Bounty Hand. Das ist ein Duo- oder Trio-Spiel. Fertig. Wenn du keine Freunde hast, such dir welche. Wenn du dann immer noch keine findest, würde ich mal überdenken, ob es vielleicht nicht an dir liegt. Ja, Windy Run. Frage. Zu Arden, oder? Ja.
Kann ich auch Leute in Brand stecken. Also ich glaube, die Fenster bei Sword of Porks sind offen oben, aber das kann auch ein Animationsbug sein. Ja. Dass sie einfach nicht animiert sind. Gegner. Rot. Da bei dem Haus. Glaube, ich habe ihn getötet. Nein. Ist beschossen, nicht. Aus dem Wald, komm da weg, ne? Nein, nein. Bei dem Haus war es gerade rot. Zählt einer niemanden. Rechts oder links vom Zaun? Rechts bei dem Haus waren. Das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe. Im Fenster oben drin, glaube ich. Ja. Und außen auch. Die haben den High Ground. Fenster tot. Sehr gut. Pushe mal den anderen. Ach, come on! Der brennt! Ach, der war so klein. Bring ihn um! Hast du ihn? Nein. Hat die Sprenglanze. Der kommt rein mit seinen Kollegen aufheben. Hebt mich auf. Das kann's doch nicht sein, ey. Der hat eine Sprenglanze, der Vogel. Genau, wenn er dich erwischt, war es das. Sehr gut. Alter. Ich habe auf den geschossen, ich habe ihn in Brand gesetzt. Und trotzdem konnte er mich nur mit der Lanze noch umhauen. Och, der ist von gerade so innerhalb der Stachel der Bombe gewesen. Tut mir fast leid. Ist ein Säckchen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen pushst und der Vogel hat eine Stacheldraht, der Vogel hat eine Lanze? Hier ist Heilung? Nein, ich brauche nicht. Ich habe noch eine Regenerationsspritze im Bus gehabt. Ich wollte gerade aus dem Fenster nochmal schauen, ob ich einen Headshot reingejagt. Sehr gut. Lass uns zurück zu Windy. Lass uns erst den Punkt holen. Dann gehen wir zurück zu Windy und holen uns die Punkte. Das Funktion. Lieber den Punkt holen, ich gehe den anderen plündern. Den Schuss habe ich, glaube ich, gar nicht abgegeben. Nee, habe ich nicht.
Ah, ich habe echt nicht mitbekommen, dass du, dass der bei dir war. Ja, ich Ich habe wollte. gedacht, jetzt hat mal ihre Zombies gemacht. Ach so, nee, nee, ich habe ihn in Brand gesetzt. Aber trotzdem nicht gereicht. Ich dachte eigentlich, eventuell verbrennt der, weil der war halt ja zweimal getroffen und brannte, weißt du? Ja, aber der Brandschaden macht vom Maximalleben, nicht vom aktuellen Leben weg. Ach so, ja, stimmt. Das ist ja Bluten, was du da dachtest. Da ist Blut vielleicht doch besser. Aber Blut gibt's ja nicht für die, oder? Na. Der hat nur Und kann man High-Velo oder. doppelt bluten? Nee, da auch nicht, ne? Nein. Aber ich kann nicht. Na, Prison oder sonst was, ne? Weil ich kann jetzt nicht einen Lebensbalken zurückkriegen, ne? Ich kann nur holen, dass ich, wenn ich sterbe, keinen verliere. Und dann bräuchte ich jetzt noch einen, dass ich. Wenn du Geier hättest, kannst du für einen dieser Marken einen Hab ich nicht, Lebensbalken hab ich wieder nicht, suchen. hab ich nicht. Rot, rot. Da schlägt einer. Du gesehen habe ich hier noch nichts. Der ist weg. Ja. Er hat gerade die Arme aufgescheucht. Punkt ist nicht mehr rot. Hat den Punkt nicht genommen. Ich hatte das Oh schon Gott, mal. Hemlock in Hyde ist er. Der Boss. Da ist wahrscheinlich der Kollege auch hingelaufen. Aber warum? Ah, weil die vielleicht schon 3 Punkte hatten. Ja. Dann lass uns von Windy kommen. Da kommt sehr wahrscheinlich keiner, weil da waren sie wir gestartet und die, die uns hätten nerven können, haben wir bei ein paar Argen. Ja. Also die Chance ist geringer, dass da jetzt noch jemand kommt, aber sie besteht natürlich, aber. Die sind hier lang gegangen. Hier ist ein Trade. Kann ich mir nicht merken. Conduit. Oh. Da wird schon geschossen, ne? Lass uns da mitmischen. Ich will dir in den Rücken schießen, komm. Schießen auf der Straße, komm. Geh rüber. Eine Hive gepult. Da Sick. sind die was laufen. Die sind bald hinter dem Haus, von uns aus. Nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen, das hören die. Normal laufen, maximal. Da ist einer, wenn er rechts gerannt. Darüber. Da liegt eine Leiche. Wo ist da? Ah, da drüben. Ja.
Aber wie gesagt, ist einer nach rechts gelaufen. Der ist hier. Bei deiner Leiche liegt eine zweite. Hast du erschossen? Ja. Was für ein Typ? Ich wollte ihn gerade mit der Reaper am ehesten. Reaper oder Headsman. Den habe ich, glaube ich, auch gerade gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob er looten oder wiederbeleben wollte. Dann mich, glaube ich, der nicht nach rechts abgehen sehen. Lass uns mal verteilt darauf zugehen. Ich bleib rechts ein bisschen, du links ein bisschen. Geh ruhig links vom Haus vorbei, ne? Ja. Dass wenn einer erschossen wird, der andere noch was machen kann. Und? Und zwei Leichen. Muss doch irgendwo eine dritte sein. Der muss ja noch einen weiteren geplündert haben oder so, weißt du? So ist so meine Idee. Und. Genau. Aha. Gib mir auf den Sack, ihr Rahmen. Weiter rechts. Da so. Da hast du einen Laufen gesehen. Bei dem Bogen. Weiter rechts. Rechts, 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 rechts. Da ist du ganz weg gerannt. Da, links, 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 da. Weil er ein Blue Shirt anhatte. Was war denn das gerade? Der hat einen Liebhaber geworfen. Boah. War doch klar, dass da noch einer ist. Heb dich auf, in der Hoffnung, es ist keiner mehr da. Schöne Schüsse. Die Map. Die nicht von der Decoy sind. Hab den ersten hier gelootet. Den ich erschossen hab. Weiter. Das können Solos sein. Plünder die beiden mal, ich zünd die zweimal an. Für den anderen brauchen wir auch was. Einer muss schon da sein, dass er nicht aufsteht. Ja, der Solo hat gerade eine Bärenfalle. Der Einzelne hat eine Schlangenfalle auf sich. Ah ja, dann. Ja, das reicht ja. Wenn er aufsteht, stirbt er wieder. Es sei denn, er hat Conduit. Resilience. Löst sie doch aus. Nee, nee. Der steht da mit 125 oder 100 Leben auf. Ja, ja, aber der verblutet trotzdem, oder? Also er löst sie aus, ja. Und der blutet dann ordentlich. Aber er kann dann noch wegkommen. Und stirbt nicht wieder. Ja, hier ist noch eine Brandfalle. Hier ist noch eine Laterne. Die schmeiß ich auf ihn. Und es ist keiner beim Boss, dann machen wir den Boss. Bevor die anderen kommen, weil die auf der Map hier ist noch Action. Hm. Achso, du heißt das ja, ne? Ja, ja.
Okay, komm, ich schmeiß. Oder willst du wieder mitnehmen, eigentlich? Die Falle? Kann ich nicht aufheben gerade. Na gut. So, also er brennt und hat Stacheldraht. Komm, schnell den Boss machen. Wie viel haben wir jetzt getötet? Eigentlich habe ich schon ein paar Such gezählt. Nee, ne? Nee. Fünf. Fünf? Nee. Dieses Match? Vier. Ich wollte gerade sagen, vier. Vier. Warte, ich mach die. Oh, treff doch. Munition. Und Special Muni hier. Ja. Ich würde sagen, die einzige Munition, die wirklich geht, ist Spezialmunition. Was macht eigentlich die Erkältung? Du hast doch gerade. Uiuiui, sorry. Hab mal beim Tee getrunken. Oh. Geht mal Puls hoch vom Husten. Nein, so geht das nur von wie sehr ich die Spinne war. Uiuiui. Eine Träne läuft mir raus vom Husten. Ich bin nicht gerade sehr gesund. Nee. Aber es ist ja fast vorbei. Die Heilung. Ich verbind mich mal. Oh, für das Krokodil auf der Map. Haben wir einen Marker von dem. Okay. Ich muss mir Teewasser machen. Ich gieße gerade das bisschen Tee, was ich noch habe da. Aber ich muss jetzt regelmäßiger trinken, sonst huste ich ja alles voll. Das heißt, guck, dass du nicht stirbst. Ich bin sofort wieder da. Ich mache jetzt noch kurz Teewasser auf. Das ist ja schon sehr typisch, wenn genau jetzt Gegner aufkommen. Keine Ahnung, so drei Teams. So, wieder da. Von zurück.
Ja, dann kann auch sein, dass jemand einfach nur das Krokodil macht und sich mit dem schwer tut, weil das Krokodil ist doof. Richtig. Wir haben unsere Balken wieder. Yay! In der Tat. Ich habe es auch schon gesagt, es wäre sehr typisch gewesen, wenn Gegner aufgetaucht wären, wären nur die Internetseite wirklich da raus. Joa, ich war ja So, wirklich nur drei, kurz vier, in drei der. Mal. War ja wirklich nur kurz in der Küche. Ist einfach schon sehr typisch. Ich sehe gerade, wo die Ausgänge sind. Wir gehen rechts hoch. Oh, ich kann ja die eine Leiche sehen. Sehe es. Die eine ausgebrannte. Ich würde. Warte. Ah, das ist eine andere Leiche. Ein. Doch. In. Doch, da ist der Turm. Auf dem Turm liegt der. Einste. Ich glaube, Ja. das gehen wir da gleich noch mal hin, aber ich glaube, das ist da nicht. Außerdem müsste der mit den Füßen nach Norden zeigen. Außerdem hat der Stacheldraht drauf. Wir gucken. Ich schau mal. Nix. Haben wir jetzt doch vier gewesen, die gefightet haben. Da ist der. Tatsache. Kann ich nicht plündern. Ja. Weiß noch was. Ich weiß nicht, ob du dabei warst. Wir hatten noch mal einmal. Wo der Ausgang unten war, bei Rock and Hide. Ja. Das kamen welche, ein Trio, mit der Bounty runtergerannt von Windy Run. Und wir sind auch auf die zugerannt. Und man muss ja dazu sagen, bei Trio, und die kamen alle, ich glaube, hier irgendwie durch. Da war das noch ein bisschen anders, glaube ich, hier. Auf jeden Fall kamen die alle da so durch. Das und ich glaube, der Zaun ging noch nicht so weit. Ja, das haben die geändert. Das war früher ein viel niedrigerer Zaun. Ja. Stimmt. Das war früher dieser Zaun durchgehend. Auf jeden Fall kamen die da entlang. Und wir haben sie alle abgeschossen. Ja. Das war sau doof von denen. Weil die haben ja In alten Sicht. Zeiten. Musst ja gucken. So, ich guck mal. Ich hab was geguckt. Habe ich jetzt die Toten hochgezählt? Nee, ne? Guck nochmal in die Menüansicht. Nee. Okay, also. Vier Stück haben wir gekillt. Richtig. Was wir auch gemacht haben, wir haben den Boss gebanished. Ja. Und Scheiße. haben überlebt. Ich hätte nochmal das Und Traitenwap wir bei Windrun holen können. Egal. Jetzt gehen wir zum Ausgang. Überlebt haben wir noch nicht. Also. Wahrscheinlich, aber erstmal von der Map, dann brauche ich Grail und Bullet Grabber. Nur wenn es noch reicht, dann noch Gator Legs und Kiteskin. Ah, scheuch die auf, mein Gott, Alter. Ich habe etwas nachgeholt, ja. Okay. Einmal die Hive noch ab. Also dadurch, dass er ein Blue Shirt anhatte, konnte ich halt das Blau durch das Grün gut erkennen. Ich habe seine Hose gesehen. Meinte ich ja, was die blaue Hose? Mann, der hat eine braune Hose und eigentlich eine gute Karte. Okay, nee, also ich hab.
Hab nix mehr gesehen. Nee. So, geh schon mal in die Menüansicht und hol mir mein Teewasser. Dass ich hier nicht alles voll huste. Oh, eine Lobby komplett ohne Solos. Eine gute Lobby. Timer auf 3 Minuten und 30 Sekunden. Shit, das war gerade eine Lobby ohne Solos. Ah, bin ja nicht lang. Kann man das Reward von einer Runde schön hochpushen. Ja. Es gab keine einzige Story diese Runde. Was? Hand macht ja mal richtig Spaß hier. Wir haben überlebt. Und zwar beide. Ja. Genau. Und wir sind mit 2 Bounties raus. Ja. Und schon geht der Reward richtig hoch hier. Ich habe es jetzt auch wieder so gebaut, dass es sich in die andere Richtung erweitert. Also, so, continue. Und jetzt kann man hier auch richtig, richtig schön dick Punkte ausgeben. Ach Gott, gab das Punkte, weil wir so viel gekillt haben, ne? Ja. Erstmal der Bullet Grubber. Dann die wichtigsten Sachen zuerst. Gator Legs. Und wo ist... Greyhound. Und das kostet einen Doktor. 9. Ja, relativ teuer. Aber ich habe die, hab die Punkte gerade. Das ist das Problem. Ich nehme noch Vulture. Oder? Naja, noch nicht. Noch nicht. So nice to have Skin. Wo ist denn mein gutes Kite-Skin hier? Ganz oben. Ja, Kite-Skin. Ziemlich bei den Lampe einer. Was ich mittlerweile auch mag, ist Lightfoot, Silent Killer. Und jetzt noch Whisper Smith. Lightfoot und sehe ich immer. Hm. Ach, fuck. Kann ja Conduit noch weggeben. Okay. Was? In der Tat, das kannst du. Was kriege ich denn da? 4 Upgrade Points bekomme ich. Machen wir. Habe ich noch 4 Stück übrig? Habe ich insgesamt 5? Das wäre zum Beispiel Physician. Aber nee, wir machen das anders. Ich brauche noch Determination. So, was habe ich geschmissen? Die brand, ne? Ich bin am überlegen, ob ich meine Vitality-Shot-Spritze austausche. Gegen? Gegen diese Spritze, die über Zeit heilt. Ach, du Regen. Mhm. Oh. Ist ganz gut. Du hast zwar nicht die Heilung auf einmal, aber du hast halt. No, du hast halt über längere Zeit mehr Heilung. Ja. Was hast du denn dabei? Beides, oder? Ich habe 2 kleine und eine Regen. Und dann sonst nichts oder was? Also keine Branden? Ja, ich habe noch Sprengstoff nochmal mit. Eine Ladung. Nein.
Oh, mein Holztisch ist. Kommt doch da. Und habe ich schon Muster. Die Beutel wegbringen und dann klick schon mal auf Antis. Ach so. Das habe ich aber noch nicht, was ich. Na komm, ich nehme ich teste mit dem Regeneration Shot. So. Dann klicke ich nämlich jetzt auf Anti-Stream Sniping und dann kannst du. Klick nur mal bereit, nochmal weg. Und ich klicke dann Ready und du klickst gleich mal auf Ready. Denkst du? Ach, wir suchen ja so ein Meme-Bild gesehen, da musste ich lachen. Clubbing, nee. Ich glaube, es war Clubbing, also halt auf Englisch, ne? Damals und heute, ne? Damals einer am DJ-Pult, alle auf der Tanzfläche, heute zwei auf der Tanzfläche, alle gucken den DJ zu. Da musste ich halt lachen. Es gibt so viele Bilder und Reels und Memes, wo sie alle in dem DJ stehen und gucken, was er macht. Sauwetter! So wie immer. Ja, in Deutschland regt das ja gerade durch. Ne? Ja. Was haben wir denn? Zwei Ziele. Spinne, Assassine. Catfish, der Katzefisch, neben uns. Ich bin mir nie wirklich sicher, ob ich Wels mag oder nicht. Das ist irgendwie sowas ganz Eigenes. Mhm. Du hast eine halbe Silencer dabei, das ich jetzt erst. Ja, die Centennial Silencer. Die gibt's, ja. Ja, seit dem letzten Event. Ja, aber das jetzt ist... das ist eine Winfield oder was? Also das ist die mittlere Winfield. Interessant. Bin ich relativ gern. Ja, ja, weil dann hast du was auf Midrange. Ja, Short bis Mid. Und dann auch noch was zum Snipern für den Fall. Oh, ist da was entlang gelaufen oder habe ich mich gerade... Ich bin gegen auf jeden Fall. Boss ist groß. Bounty. Hinch. Boom. Boah, wir haben hier keine Deckung. Du was getötet? Ja. Ich weiß nicht, wo der Bruder ist. Aber ist noch rot? Letztes Mal habe ich gesehen, wie er da hinten um die Ecke gelaufen ist. Aber ist noch rot?
Ja. Links von dir, im Grunde, in dem Haus. In der Nitro. Er hat dich. Oder auch nicht. Oder doch. Kommst. Ja, den Nico. Ja, war. Das ist ein Solo, ne? Ich glaube, ich hatte vorhin einen anderen noch gesehen, den. Da rechts. Wie weit rechts? In dem Gebäude da, wo man rüber geht. Da ist der Dicke nebendran. Okay. Da war er gerade drin, in dem da. Keine Ahnung, ob er noch dran ist, aber. Schießt ein Fass an. Der Punkt noch rot. Ja. Wir müssen hier nicht bleiben, ne? Können auch woanders hin. Ja. Aber dann lass uns mal zum Slaughterhouse wegrennen da hinten. Weil jetzt bei dem Regenwetter haben wir schlechte Karten. Ja. Da bin ich. Beziehungsweise haben die besten Chancen abzuhauen. Aber 19er Ping bei einem Shooter. Ach, Leute, also. Crytek. Das war auch mal besser. Ich hab nur 9er Ping. Also alles unter 10 ist okay. Bis 10 ist okay bei einem Shooter. Bei einem Strategiespiel oder so, oder von mir ist auch Sea of Thieves. Ja, ist nicht so schlimm. Aber bei einem Shooter alles über 2 Na toll. Der Boss ist hier. Der Punkt ist rot. Der Boss ist auch rot. Okay, dann gehen wir jetzt zur Healing Waters Church. Komm. Einfach mal weg hier.
waren auch schon Leute. Perfekt, wir können den zweiten auch noch holen. Ja. Der war ein Kürbis. Der ist rot. Rot. Der ist uns gefolgt, ne? Da hinten ist er. Ist am Suchen. Der ist hier drin. Der kann unterirdisch, ne? Ja. Ist er auch. Ey, der ist da unten irgendwo drin. Okay, komm mit. Wir gehen jetzt hoch zu Stillwater. Ist noch ein Punkt. Müsst ihr trinken. Moment, der Husten, ey. Okay, der Wagen ist eine gute Idee. Alles, was ich brauche, haben wir schon genommen. Oh, sorry. Meine Güte. Okay. Und Stillwater gehen wir zur Kapelle. Jo. Der Typ hat halt eine Nitro. Alles gut, glaube ich. I und O liegen beieinander. Schau, dass du reinschaust, hallo. Von daher. Ja, der hat halt eine Nitro. Und wenn der irgendwo aus dem Nichts auftaucht in den unterirdischen Katakomben und drückt der halt einfach einen Bauchschuss, dann bist du immer beide weg. Also erst der eine und der andere. Ja. Right now. Mein Plan wäre, wir bleiben bei Alice. Nee. Bei Lock Bay. Lock Bay? Lock Bay. Da können wir nämlich recht früh sehen, zu welchem Ausgang die gehen. Und da können wir sie abfangen. Das wäre so meine Idee. Etwas heißer, ich bin immer noch krank. Oh, das hätte ich noch im Titel eingeschrieben, ne? War ein bisschen krank. Danke dir, Lavish, danke dir. Nächste Woche wird es wahrscheinlich besser sein. So Mittwoch rum, Mittwoch, Freitag rum. Donnerstag, Freitag wird es weg sein, hoffe ich nicht. Hoffe ich doch.
Ich bräuchte noch Special Money und da unten ist noch ein Planwagen. Ich nehme ihn unten. Ich nehme ihn unten. Machst du dir erneut Sorgen, dass, oder immer noch, dass Ubisoft pleite gehen wird? Warum das? Aua. Nö, die Spiele kommen nicht gut an, weil sie auch völligen Quatsch entwickeln aktuell, ne? Ja, also. Gut, so ein Assassin's Creed geht immer bei den Fans, ne? Aber wenn selbst die Cash Cow nicht mehr will, dann, komisch, warum hat noch keiner die Spinne gemacht eigentlich? Das wundert mich gerade. Nein, ach, come on. Gibt's Heilung bei dir? Bestimmt. Weil ich mir eine doppelte Wasserteufel reingerannt. Und will jetzt nicht wieder zurücklaufen. Ja, direkt bei mir gefallen. Okay, ich komm. Ja, die gehen in Richtung Plancher. Komm raus. Wo war die Heilung oben bei dir, oder was? Ja. Ja, die kommen, die kommen, die kommen. Ah, Siedler. Jetzt kann der Regen wieder aufhören. Wir wollen erstmal zu dem Wagen da. Aber da ist dieser Hochstand. Haben wir eigentlich einen ganz guten Überblick. Oh, jetzt hier ist eine Stacheldrahtfalle. Habe ich ja mitgenommen. Sie kommen bei mir gleich. Ich kann sie nicht sehen wegen dem Regen. Ja, ich sehe die Blitze und ich sehe, dass sie eigentlich schon längst da sein müssten. Ja. Hit. Nochmal getroffen. Tot. Sein Mate ist irgendwo da. Er ist tot.
Aber wegen dem Regen sehe ich gerade nichts. Schießt du auf dich? Haus. Das ist ein Haus? Hinter dem. Also Haus ruhig. Lass dich nicht erschießen. Ich dachte, ich wäre in Decken gerade mit dem Hinterkopf. Ich hatte noch durch den Landbild getroffen. Jetzt warten, bis der Regen aufhört. Was? Er schießt einfach auf mich, weil er weiß, wo ich sitze. Hat seinen Kollegen ja nicht viel aufgehört. Ich sehe dich. Drauf. Wo? Verdammt nochmal, wo? Ach, Headshot. Wie viel Meter Entfernung? 48 Meter. Come on, mit der Waffe. Am Arsch. Ja, ich glaube, ich werde jetzt weg. Ich bin zu müde. Ja, mir reicht's auch für heute. Dann. Jo, bis dann. Ciao, ciao. Nächsten Sonntag. Bis dann. Ciao, ciao. So, einen gekillt haben wir noch. So habe ich wieder ein bisschen Hunter-Platz gemacht. Müsste eigentlich sein, oder? Gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal zu. Zack. Ne. Ich habe immer noch mehr Hunter, als dass ich besitzen darf. Ich meine, das Positive ist ja, ich kann hier Dinge umskillen, dann sind sie immer noch brauchbar. Und kannst es dann wegspielen. Also, dadurch, dass man jetzt halt umskillen kann, ist es echt praktisch. Ne? Sieht's im Event aus? Habe ich noch irgendwas erreicht? Bin ich schon mal den Level voll gemacht? Doch, jetzt. Weil es gibt 200. Das ist halt auch doof. Das wird jetzt sofort berechnet. Und sofort kommen die Event-Sachen rein. Ne? You received this ship once you unlocked, okay? Genau, jetzt haben wir die Waffe. Mit dem Skin. Da gibt's wieder Story und dann gibt's hier nochmal 100 Blutmarken zurück. Und dann gibt's dann hier nochmal das Endding. Das machen wir dann nächste Woche, ne? Ich mache jetzt erstmal keinen Hunt-Showdown. Mehr bis, ich glaube Mittwoch ist dann der Reset oder so. Dann machen wir das Event hier noch fertig. Weil das jetzt so mit normalen Bounty Hunt durchzocken, ohne irgendwie zusätzlichen Eventsachen, das ist schon ein bisschen mir zu nervig. Hand nimmt halt gibt, heute hat es ein bisschen mehr genommen als gegeben. So ist es nun mal. Und wir spielen es auch mal wieder, aber wenn das Event rum ist, erstmal wieder weniger, weil, naja, wenn du so viele Stunden drauf hast wie ich hier in dem Spiel, irgendwann langt es auch mal, ne? So, aber hier an der Stelle ist jetzt Schluss. Der Bock hat, bleibt dabei. Wir machen nur ein klein wenig Cities Skylines 2. Aber für Hunt Showdown ist an dieser Stelle Schluss. Deswegen für alle, die das hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.